Ja, hey, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge hatten wir einen äußerst sehr nervigen und schweren Kampf gegen Julius. Und jetzt sind wir, ich nehme mal an, in Kanan vielleicht. Ja. Ludger ist genauso verwirrt wie ich. Und ja, wir haben ein Dinges bekommen, ein. Ja, ein Extrator extrahiert alle Mente, die Kraft des Extrats erschüttert den Nebel. Das ist Yggdrasil, das ist genau das gleiche Dingen. Ja, lass uns mal die Dings hier wieder. Ja, lass mal erstmal. Das ist das genau gleiche Ding, was wir im Dings kaufen können, im PlayStation Store. Wie schade nur, dass ich schon alles voll hab. Und zwar mit allen Charakteren. Geil. So, und Ludger hat wieder Auferstehung, glaube ich, bekommen. Ja. 40%ige Chance aus dem Kampf wieder zu erwachen. Ja, super. Hätte ich gebrauchen können vielleicht. Aber egal. Wenn du dich verwandelt hast, teleportiert dich Fortschritt zu da. Was? Seit wann habe ich denn das? Okay. Ja, super. Ich verwandle mich ja zwar nicht mehr, aber nicht solange ich weiß, dass das keine Nachfolgen hat für L. Aber trotzdem. Das war mal. Gegenauf hätte ich auch gebrauchen können. Hey, du. Entschuldige bitte, könntet ihr mir sagen, wie spät es ist? Mein Uhr scheint stehen geblieben zu sein. Wartet mal, seid ihr nicht? Ach egal, verzeiht, das habe ich mir nur eingebildet. Okay, wir sind aber in der Splitterdimension? Ja, wissen wir ja. Angeblich gibt es in der Bahnhofscafeteria ein Menü nur für Mitarbeiter, das unglaublich sein soll. Ein unglaublich junger Koch, was? Lass mal kurz gucken hier. Victor. Ja, Julius. In den haben wir irgendwie nicht so gekämpft, aber okay. FE und Galt haben wir bekommen angeblich. Aber egal. Oh Mann. Ich mal gespannt, wie das irgendwann mit Dings aussehen wird. Hinter Julius her, was? Items, Items, ich soll Items kaufen vielleicht. Wow. Ich habe voll viele Heil-Items gerade vorbei, die möchte ich gerne haben. Ja, wo könnte es Spiros, ja, wo könnte Julius sein? Gehen wir mal hier rein. Hey, Ivar und Rideau. Verdammt, warum gehen Sie immer zuerst zu Rideau? Hört mal, junge Dame, wir arbeiten, also beide. Schon gut, ich werde allen ein Autogramm geben. Übrigens, würdet ihr mir bitte euren Namen geben, denn ich muss natürlich wissen, an wen ich sie adressieren soll. Okay. Wir, okay. Ludger ist irgendwie bewusst, dass er nicht alleine ist. Warum ist hier nichts? Das ist so verdächtig. Da sind so zwei Dinge, aber da ist nichts. Ja, vielleicht hier. Verdammt. Ja, der Kampf, der hatte es gerade in sich. Er hat wahrscheinlich Albträume davon bekommen. Ich möchte aber wissen, was passiert, wenn ich gegen die anderen kämpfe und gewinne. Da passiert bestimmt voll der riesige Mist. Aber wenn ich irgendwann speichere, also zu weit speichere, hier ist übrigens kein Speicherpunkt, dann kann ich ja nicht mehr in diese Situation kommen, oder? Da auch ein bisschen blöd ist. Boah, was? Deswegen frage ich mich ja, so weit kann ich ja auch nicht spielen, aber ich muss irgendeinen Speicherpunkt hier parat halten. Rowan, was? Ja, angeblich sind bereits im Gasthaus eingekehrt. Ich sollte euch wohl darauf hinweisen. Wäre es möglich, dass ihr ihn ersten nennt, solange er in der Stadt ist? Ich war schon lange nicht mehr hier. Ist sie bereits angekommen? Wer ist sie?
Was ist hier los? Wo bin ich? Ist wieder sehr verwirrend. Ja, ne? Okay, ich dachte, da wären die Poster. Von mir und Julius. Hier ist ein Speicherpunkt. Lass mich mal kurz speichern. Ja, das sollte ich behalten, das obere. Darf ich nicht überschreiten. Bis ich irgendwie weiß, dass ich, keine Ahnung, nochmal da irgendwie so zurückgehen kann. Bin ich jetzt schon so nah am Ende vielleicht? Vielleicht bin ich ja gerade im letzten Dungeon und ich merke es gar nicht. Ja, im Gasthaus kann ich übernachten, ist klar. Dann hole ich mir... Hey. Hier bin ich anscheinend falsch. Wo ist denn dann jetzt hin? Vielleicht zu meinem Apartment, genau. Ja, jetzt zu Julius. Der wo? Elise? Ach, das ist dein Freund. Tipo, willst du ihn mal streicheln? Hey, wo hast du die Puppe gekauft? Sie ist so niedlich. Ja. Gehen wir mal zum Leia und Jürgen und der Redakteur. Schnappen wir uns was? Wir sagen, ey, wir werden beide Geschichten kombinieren. Ich hoffe, das ist euer Verständnis in Ordnung. Investigative Berichterstattung, das wird schwierig. Mein Partner war immer sehr gut mit so etwas, aber ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja. Elvin. Na, ist sehr viel Licht draußen. Wenn es früher schon so gewesen wäre, als ich aufwuchs, wäre ich ein besserer Mensch geworden, als ich jetzt bin. Ja. Hier wohne ich, ne? Ja. Mein Briefkasten geht nicht. Hier noch Muse, Mina und Jude, ne? Ich nicht gesehen habe. Hey Julius. Nice. Look at the time. Gotta move. Not so fast. You know I can't stand dressing up. Well, you need to learn. Sprechen? Maybe someday. You're impossible. Oh, now I'm really late. I'll make pasta margarita for dinner tonight, okay? Still trying to butter me up with tomatoes. It works, but still. Ist das ganz von Anfang an? Ja, kann doch nicht, oder? Hätte ich vielleicht den anderen Ludger hinterher rennen sollen? Keine Ahnung. What's up? Forget something? Oh. I sure wish I could have eaten one last pasta margarita. Hey, don't worry about it. There are worse things than being dragged around by your brother.
You're the one who showed me that. Go on, Luger. Now it's your turn to look after someone special. Go and create your perfect world. Oh, Mann. Ja. Super. Okay. Ja, ich hab Julius getötet. Geil, wa? We forced you to play a painful role. I'm so sorry. I wish we could have done something. What did Julius say at the end? Schaffe deine perfekte Welt. A world made to your liking. That would be a world with L in it, right? Then I'll do everything I can to help build it. That's my vow to Julius. We'll save her. Every human being has the potential, not just to destroy worlds, but to create them as well. Kronos, Origin, know this is why I fight, why I put my faith in humanity. Elise, Evan. Luger. Look at the bright side, kid. Now you can get out there and save El. Alvin! You cold-hearted clod, have a heart! At times like this, you gotta keep walking forward. Nothing good will come from looking back, even if it's for a moment. Am I right? I guess you have a point. Let's go and save El. We'll help you! Don't carry all the guilt on your shoulders. In the end, we were all accomplices in this. Yes. Museum Leia. You can cry if you want to. No need to be ashamed. If you tell him it's okay to cry, he'll just choke back the tears even more. How do you know? Because Jude was the same way when he was a kid. Now why are you crying? Because Julius... I'm sure he gave his brother a pat on the back before departing. So Luger could step forward in life with courage in his heart. I know these things. I'm an elder sister after all. Und Ron und Gaius. Luger, you did very well. I cannot agree more. After all, destroying a world is burden enough. But this time it's unimaginable. Over the course of my career, I took the lives of thousands of soldiers. When you consider each soldier's potential,
What I did was little different than destroying a world. I am well aware of my sins, but at the same time, I also believe this. The destruction I wrought paved the way for new things to be born. It's the same here. It arose when you and the others destroyed the closed-off world of Risa Maxia. Precisely why it is my responsibility to safeguard the future of this world. Same here. Luger, this world isn't out of danger yet, but you and Julius have given it the possibility of being saved. Now, we must do everything in our power to turn that possibility into reality. So, was jetzt? Auf nach Kanan. Look. Ja, auf nach Kanan. Let's go. This bridge just might vanish like the old one did. Not this time. Julius is holding it up for us. You go first. After all, this bridge was built for none other than you. Kapitel 15, Brüder auf ewig, Ende. So, du hast folgende Fertigkeit gelernt, die im verwandelten Zustand benutzt werden können. Kresnik 3, Einbruch und Magiebotte. Ach, jetzt habe ich die bekommen. Sie können dich vor die Gegner teleportieren, die Dauer deiner Verwandlung gewöhnen und Effektivität der Allium-Kugel steigern. Also vergiss nicht, sie im Menü auszuwählen und sie zu benutzen. Was? Julius Uhr. Is that Julius's pocket watch? You brought it back from his dimension? Must be due to El's powers. You two must still be connected somehow. But Julius's watch has stopped. Ich weiß, der sie kaputt gemacht hat. Die Suche ist Julius selbst. Sie hat etwas Ruhe verdient. Man könnte sich bis zuletzt auf sie verlassen, genau wie auf ihren Besitzer. Ja. Honey, you should say that when you're Mr. Dependable yourself. It must run in the family. Elle's that way too. She never breaks a promise. Like father, like daughter, huh? You should see yourselves. You all smile the same way. We should line you all up and compare. Then what are we waiting for? We have to find Elle. Yeah. Yeah. Und ich sehe Charaktermission. Okay. Castor-Zwillinge, ein paar des Klo- Ach, das sind Julius Schwerter. Wow, die sind stark. Ja, damit. Sehr gut. So, wann habe ich denn jetzt für Fähigkeiten noch bekommen? Ich habe nicht nur Dingens bekommen, ich habe auch was anderes bekommen. Magiebeute. Elementerz brauche ich nicht mehr. Außer meine Alliumkugeln sind jetzt irgendwie besser geworden. So wie ich das gerade gelesen habe. Noch irgendwas habe ich bekommen. Konterchance? Ja, nehmen wir das mal. Kresnik 3 habe ich ja schon gesehen. Ja, bestimmt habe ich noch irgendwas bekommen. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich meine, ich habe 3 Sachen bekommen. Ja, so, Alliumkugel. Nö. Hey. Nichts Neues. Na gut, dann, weiß ich nicht. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerd, könnt sogar eben kommen. Ja. 8 Charaktermissionen sind wahrscheinlich die letzten dann. Lass mich mal kurz mal gucken. Titelmäßig Julius Bruder.
Ach, wie süß, er tritt in die Fußstapfen seines Bruders. Ey. Und hier ist wahrscheinlich der letzte, ne? Der letzte Kampf und so. Okay. Wird wahrscheinlich wieder Zeit, Charaktermissionen zu machen nächstes Mal. Trigolf, gehen wir mal nach Trigolf. Mission gucken und so. Vielleicht kann ich ja wieder was abgeben und so Goldzeichen und so bekommen. Gaius, is that a copy of the Gourmet's Guide to Olympias? I didn't realize you had such an interest in food. I seek to further my understanding of Olympias by understanding its distinctive co- Mila, wipe away your drool. What? Oh Mann. Okay, ich möchte Dings haben. Jawohl, Goldsiegel. Mohaha. Für noch zwei. Ich schon letztens abgegeben. Und das auch. Und das auch. Ich habe gar nicht meine Katze losgeschickt, fällt mir gerade ein. Nein. Schwarzpanzer, der schwarze Helm, Windtunnel, leuchtender Dampf, Schießstäbe. Okay. Da muss ich welche irgendwann finden. Goldsiegel, Goldmedaille, brauche ich irgendwas Goldmedaille? Nein, okay. Aktuell 30, ach, das kann ich machen. Bams. Ich will Freiheit. Mobile Rüstung, ja. Die werde ich wahrscheinlich irgendwann finden. Ey! Ja, super. Keine neuen Elite-Monster, okay. Hiervon brauche ich ein paar. Und das kann ich abgeben. Windtunnel. Ja, ich brauche keinen Extrator mehr. Boss der Supergeheimfirma, okay. Golem im Schatten, im Labarikessel. Okay, bin ich schon wieder ein bisschen beschäftigt. Weiß ich nicht. Pfeife, schwarze Alm. Dann mache ich mal offscreen fertig, dann komme ich nächstes Mal wieder. Okay. Dann Kochgeschirr, Langstiel, was? Na gut, gewonnener Titel, Goldsiegel, boah geil. Dann machen wir in der nächsten Folge mit einem Charaktermission und so weiter. Warte mal, ich habe ja wieder Geld, ne? Greetings, Subjects. I am Novius, King of Lending. That was my best. Sehr gut. Her damit. Festmahl. Okay. Geisterrüstung. Elementarrüstung, sehr gut. Ja, dann in der nächsten Folge werden Charaktermissionen wieder gemacht. Wahrscheinlich die letzten von jedem Charakter. Und ich muss aufpassen, dass ich den Speicherstand von hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, aufbewahre. Weil ich möchte an diese Stelle nochmal zurückgehen irgendwann. Werde ich wahrscheinlich aufs Gehen irgendwie kopieren und so, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.